Ja, Leute, einen schönen guten Morgen vom Alpsee. Hast du viele Höhenmeter trainiert? Ja, mindestens 1000. Insgesamt? Insgesamt. Man muss irgendwie durchbeißen, ne? Jo Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Jo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen. Ja Mann, es ist soweit. Wir sind auf dem Weg zum Zugspitz Ultra Trail. Mega gespannt. Diesmal bin ich auch nicht nur mit Jakob alleine, sondern wir haben eine ganze Bande eingepackt. Man kennt ihn. Tim ist auch mit am Start. So früh. Originalgetreu mit Ukulele, Alter. Moin. Tom am Start. Moin. Daniel am Start. So Leute, alle sind wieder vollständig und da hinten kommt wieder mal der Chef vom Dienst, Alter. Jakob, Alter! Direkt aus dem Club? Kann mal. Dass wir uns aber nicht einfach in die Bahn gesetzt haben und losgefahren sind, seht ihr jetzt nochmal. Ja, die meiste Zeit der Vorbereitung haben wir in den Harburger Bergen verbracht. Das ist einfach der einzige Wald, der bei uns in Hamburg in der Nähe ist, wo ein paar Höhenmeter sind. Ja Leute, wer aufmerksam meine Instagram-Story verfolgt, der kennt mittlerweile schon den Hasselbrack, die höchste Erhebung Hamburgs, quasi der Gipfel. Und den werden wir jetzt gleich wieder erklimmen und uns natürlich ins Gipfelbuch eintragen. Hasselbrack, Hamburgs höchster Punkt. Ja, da waren wir fast jedes Wochenende gewesen, gerade auch weil La Corsa della Bora in Triest anstand, direkt im Januar. Der Scheiß zieht einem richtig die Latschen aus. Heute ist der 16.3. auf dem Weg zum Brocken. Noch 3 Monate bis zum Zugspitz Ultra Trail. Hey Leute, was geht? Heute ist der 23. April, noch knapp 6 Wochen bis zur Zugspitze und ich bin in Palm Springs in Kalifornien unterwegs. Heute ist der 14. Mai, noch genau 1 Monat bis zur Zugspitze. Ich laufe gerade in Dänemark am Strand entlang. Was geht? 1.6. noch 2 Wochen bis zur Zugspitze. Wir sind noch ein letztes Mal im Harz. Ja, und so saßen wir dann alle gemeinsam im Zug auf dem Weg nach München. Ja, die einen haben geschlafen, die anderen haben Video geschnitten oder haben noch gearbeitet. Alles war möglich. In 6 Stunden Bahnfahrt. Ja. Ja Leute, mittlerweile in München angekommen, gerade noch die nächsten Jahrmann-Briefe rausgehauen. So, wenn ihr auch Jahrmann-Sticker haben wollt, schreibt mir einfach bei Instagram und dann regeln wir den Rest auf dem Weg zum Autohaus. Ja, und dann ging es auch schon mit großen Schritten und einer Polizeikontrolle durch München Richtung Österreich. Wir sind angekommen. So Leute, wir sind angekommen. Genau hier habe ich geschlafen. Und hier bin ich fast gestorben. Na, na, na. Einmal mit Topf. So Leute, das erste Essen ist zubereitet. Ja Mann, jetzt gibt's Essen. Draußen ist mega Wetter, richtig ja, schön. Zurück nach Hause. Mehr Kessel für Jakob.
Mega ist er. Ja, Mann, wir chillen hier auf unserem Balkon, warten, dass die Sonne untergeht. So, schönen guten Morgen. 4.46 Uhr auf dem Weg zum Eibsee. Ja, aber noch mega früh draußen. Die Sonne geht gleich auf. Wir treffen uns gleich mit Melli und Jenny. Die kommen extra aus München hergefahren. Kennt ihr das, wenn man schon eine Stunde auf euch wartet? Junge, persönlicher Ticketservice. Neuer Job. Ihr seid ja echt tatsächlich zu viert. Danke. Ja. Ja. Hallo Melli. Na? So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Eibsee. Ja, Mann. Und eins noch für Melli. Jetzt erstmal schnell eine Runde baden gehen, Alter. Ja, Leute, einen schönen guten Morgen vom Eibsee. Das ist purer Einsatz. Ja. Tschüss, Jenny. Jenny ist nämlich Zahnärztin und muss jetzt gleich ihre Patienten behandeln und ist extra um 3.30 Uhr aufgestanden. Mach's gut. Ja, Leute, was für ein wunderschöner Start in den Tag, ey. Richtig, richtig geil. Und das Geilste ist, es ist jetzt erst 6.30 Uhr. Das heißt, es wird noch ein richtig schön langer Tag. Melli auch wieder am Start. Man kennt sie noch aus dem Triest-Video. So, Leute, jetzt sind wir auf dem Weg zur Startnummern-Ausgabe. Perfekt, danke. Und Startnummer und Werbung. Vielen Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ja, Leute, Startnummern abgeholt und jetzt sind wir wieder am Eibsee und gehen gleich nochmal schöne Runde baden. Es sind einfach 31 Grad heute und wir haben eh nichts zu tun, deswegen. Jetzt am Start, Alter. Dass jeder Zweite ist genauso blöd wie er. Ich will wieder an die Nordsee. Wow. Dass ich morgen wahrscheinlich dermaßen in den Seilen hängen werde, aber wir schauen einfach mal. Fühlt man sich, wenn man morgen weiß, dass man 64 Kilometer laufen muss? Eigentlich eher nervös, aufgeregt. Bist du schon mal so weit gelaufen? Nee. Was glaubst du, wie läuft es morgen besser als letztes Jahr? Ein, zwei Minuten schneller vielleicht. Oh, mal gucken, was uns noch kommt. Essen, wen wir noch treffen. Wir erwarten Höhenmeter, erwarte ich. Und freust du dich drauf? Ja, klar. Hast du viele Höhenmeter trainiert? Ja, mindestens 1000. Insgesamt? Insgesamt. Sehr schön. Worauf freust du dich morgen am meisten? Auf die Zeit mit Ria. Viel Erfolg, alles Gute. Und das Wetter, ja. Da drücke ich euch ganz fest die Daumen, weil ich glaube, das sieht scheiße für euch aus. Aber zum Finish bin ich wieder da, zum Anfeuern. Ja, morgen das nächste Mal Zugspitze. Wir waren ja letztes Jahr schon einmal hier. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir schaffen es dieses Mal mindestens 2 bis 3 Stunden schneller. Ja, und einfach gute Laune und eine gute Zeit zu haben. Ja, und dann ging es für uns zur Pasta-Party und einfach mega schön zu sehen, aus wie vielen Ländern alles Leute am Start sind. Und ja, wir haben uns richtig schön den Bauch vollgeschlagen und einfach ein bisschen entspannt. An dieser Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an die ganzen Leute, die zu mir kamen und mich durch meine Videos kannten. Mega krass und das hat mich übelst gefreut. Ja, und am Abend haben wir dann nochmal alle Sachen anprobiert, alles zurechtgelegt, dass alles stimmt, alles dabei ist. Und ja, aber es war eine geile Stimmung irgendwie im Raum, weil jeder wusste, morgen wird der große Tag, morgen geht's richtig nach vorne. Ja, Leute, alle Sachen am Start. Genau. Tim, hast Bock? Ich hab richtig Bock, ey. Es passt alles rein. Guck dir diesen Schildkrötenpanzer an. Wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 10 nach 10, glaube ich. Daniel sieht auch ready aus. Bis morgen. Der eine oder andere schläft schon, einer ist draußen. Ich habe auch schon den Überblick verloren, wie viele Leute hier eigentlich sind. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh.
wunderschönen guten Morgen. Hinter uns der Berg. So Leute, alle Sachen am Start, alle haben Bock. Und ja Mann, wir sind jetzt auf dem Weg zum Startbereich. Und dann sehen wir uns gleich auf der Strecke, Alter. Ich bin heiß wie Frittenfett. Daniel, Verlust kommt nicht. Ich denke immer dran. Ja, jetzt auf dem Weg. Und dann ging's auch schon los. Endlich war es soweit und wir konnten uns auf die Strecke begeben. Knapp 64 Kilometer mit fast 3000 Höhenmeter lang vor uns. Ich habe erstmal versucht, mir eine recht gute Position zu erkämpfen. Kilometer 8, eine Stunde 10 im Rennen. Eine Stunde 14, gleich beim Spielmannstag rum. Meine Socken sind vom Schnee. Das Feld hat sich schon ein bisschen auseinandergezogen und gleich kommt die erste Verpflegungsstelle. Verpflegungspunkt hinter mir. Das war irgendwie ein Rausch, ey. Verpflegungspunkt geil. Schönes Ei mit Salz, Laugengebäck. Besser geht's nicht. Wieder Energie reingezogen und nicht verhockt. Ja, nicht verhocken, Leute. Den zweiten Verpflegungspunkt hinter mir gelassen und bin jetzt 3 Stunden 10 unterwegs, habe fast 30 Kilometer. Werde ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger machen. Knapp 3 Stunden unterwegs, der Halbmarathon ist durch. Es ist sehr trügerisch, es ist trügerisch leicht gerade. Wo eigentlich Max ist, ob es gleich wieder Gürkchen mit Zucker oder Salz gibt, wo das nächste Gösser ist. Alles auf links, ey. Das ist so hart anstrengend. Der Kilometer 40 gerade durch, fast 6 Stunden. Und mittlerweile 4 Stunden 56 unterwegs, knapp über 40 Kilometer. Ja, ich bin jetzt doch langsam im Arsch. Ich bin so offen, ey. Scheiße. Ja, und dadurch, dass ich die ersten 40 Kilometer echt so durchgerusht bin, hatte ich dann die Quittung. Noch 20 Kilometer. Ja, so kam es dann echt, dass ich total in ein Loch reingelaufen bin und halt komplett leer war. Voll ins offene Messer gelaufen. Ja, aus diesem Loch wieder rauszukommen, daraus bestand dann meine große Aufgabe an diesem Tag. Manchmal, wenn man ganz am Ende ist, entschädigt auch die Natur. Ja, und die gegenseitige Unterstützung auf der Strecke ist auch einfach nur großartig. Jeder leidet da genauso, jeder ist genauso am Arsch. Genau den Booster habe ich jetzt gebraucht. Super. Gerade mal den Kopf in so eine Tränke getaucht. Langsam wirkt die Kohle auch, also es geht wieder ein bisschen bergauf. Ich frage mich, wo die anderen sind. Timmer, Max ist auf jeden Fall vor mir. Jakob auch. Nils auch, Tom auch, keine Ahnung. Letzten 15. Ja, und zwischen den letzten 15 und den letzten 10 Kilometern kommt nochmal ein Anstieg mit über 1000 Höhenmetern, der einen richtig aus den Latschen haut. Und Meter für Meter musste man sich da nach vorne kämpfen. Und ihr hört vielleicht das Läuten der Kuhglocken. Dieses Läuten hat man einfach schon seit einer halben Stunde gehört, aber man dachte sich die ganze Zeit, wann bin ich endlich oben? Ja, Leute,
7 Stunden 40 mittlerweile unterwegs. Ich bin hart am Arsch, ey. Aber ich glaube, ich ziehe das durch. Ich habe ohne Scheiß schon dreimal überlegt, ob ich aufhören soll. Aber das ist keine Option. Deswegen ziehen wir durch. Hier lässt man auf jeden Fall richtig Zeit. Und die Leute quälen sich einfach langsam hoch. Ey. Das ist einfach schon jetzt Todesrespekt für alle. Und es geht immer noch 500 Höhenmeter höher. Heute fast 52 Kilometer. 8 Stunden 12. Und wir sind echt dieses Stück hier hochgelaufen. Da unten den Felsen, den man sieht. Da, dieser graue, da ging es irgendwie los mit dem richtig krassen Steinstück. Und es ging die ganze Schlucht da lang. Nee, jetzt mittlerweile auch am Start. Und jetzt sind es noch knapp 11 Kilometer. Ah. Alter. Junge. Hilfe. Leute, Mann. Das ist kein Spaß mehr. Alter. Die letzten Höhenmeter nach oben haben wir es gleich geschafft. Ich stehe komplett neben mir. Herr Nils und ich bringen das jetzt nach Hause. Auf jeden Fall. Okay. Jawohl, komm. Auch du. Gefällt mir. Leute, die Kulisse ist unglaublich. Willkommen für jemand aus Hamburg. Super. Ich bin auf dem Weg zur letzten Verpflegungsstation. Besten Dank. Wir haben den letzten Verpflegungspunkt verlassen und sind auf dem Weg wieder ins Tal. Dann geht's gleich nach Greinau, Alter. Ich hätte, um ehrlich zu sein, gedacht, dass ich schon längst bei Kilometer 40 oder so abbreche, weil ich so fertig war. Aber wir ziehen das jetzt durch, Alter. Ich bin so froh, dass Nils mit am Start ist. Und dann laufen wir gleich gemeinsam hoffentlich ins Ziel. Aber es sind keine 4 Kilometer mehr zum Ziel. Das heißt, die Stimmung ist mega. Danke. Leute, der letzte Kilometer. Geil. Dass das heute was wird, weil ich mich zwischendurch so gegen die Wand gefahren hatte. Aber jetzt sind wir in Greinau, Alter. Und laufen gleich ins Ziel. Was für ein schöner Moment, Alter. Alter, Schmerz vom Berg vergessen, Alter. It's okay. No, someday I'm gonna be with you. It's okay. I know someday I'm gonna be with you. Gleich geschafft, Alter. Yes, Mann. Ah, geil. It's okay. No, someday I'm gonna be with you. Yes. Oh. It's okay. No, someday I'm gonna be with you. It's okay. No, someday I'm gonna be with you. It's okay. No, someday. Ja, Leute, und ihr glaubt gar nicht, was uns für eine Last vom Herzen gefallen ist. Einfach jeder von uns ist ins Ziel gekommen. Und das war einfach so ein unfassbar schönes Wochenende. Und auch jetzt beim Schneiden, Alter. Echt herrlich, Mann. Ich danke euch. Ja, Leute. Gerade damit fertig geworden, das Video zu schneiden. Und ja, das war einfach unfassbar schön gewesen, Mann. So ein unfassbar schönes Erlebnis, so eine geile Truppe und so ein schönes Wochenende. Ja, Mann, wir sind nächstes Jahr wieder am Start auf jeden Fall. Und mal gucken, was dieses Jahr noch alles so an Abenteuern bringt. Ich danke euch auf jeden Fall von Herzen für den ganzen Support in der letzten Zeit. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr das bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal Hashtag Studentenfutter in die Kommentare. Und ja, Mann, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon sehr bald wieder. Ja, Leute, geht runter von der Couch. Das Leben findet draußen statt, Mann. Bis dann.
So, Enrico, wie geht's dir? Oh, Hals abwärts nicht so gut. Aber sonst ganz okay. Ich muss irgendwie durchbeißen, ne? Die Leute waren alle mega freundlich. Landschaftsmäßig beeindruckend mit allen Facetten. Sag mal, wann bist du gestartet gestern? Um 8 Uhr. Genau. Und wann seid ihr ins Ziel gekommen? Ein bisschen später. Wir haben zu lange gehockt. Wir haben ein bisschen lange gehockt. Ne? Wir haben es aber genossen. Es halt genießen und wir wollten halt nicht performen. Ne? Ja, und natürlich haben wir viel getrunken. Du musst gut hydriert sein, ne? Die Temperaturen gehen nach oben. Wir haben eine lange Strecke vor uns. Also. Ja, gab es bei euch einen Moment, wo du ans Aufgeben gedacht hattest? Ja, richtig ans Aufgeben nicht. Hast du zwischendurch ans Aufgeben gedacht? Nee, niemals. Wäre ich halt auch irgendwie ins Ziel gekrochen, ne? Aber das sind da Fragen, warum man das sowas sich immer antut. Ne? Und warum tut man sich das an? Weil es Spaß macht. Einfach bis an die Grenzen gegangen. War unbeschreiblich. Eine tolle Erfahrung, mega viel erlebt. Würdest du nochmal mit 10 Jungs losfahren? Ja. Yeah. Besser als mit